Und abermals ein herzliches Willkommen zurück. Oi, da wird schon geballert. Zu Battlefield 4. Wir sind immer noch in Baku. Lol, aua. Und wir müssen uns hier mal durchkämpfen. Wir müssen auch Acht auf unseren Heli geben. Und erstmal. Ja, ich habe mir heute mal gedacht, wir wechseln mal die Waffe. Mal gucken, wie die hier ist. Die hat schon mal 31 Schuss. Ist schon mal vorteilhafter, wenn es hier mal zum Gebänge kommt. Boah, die haut ordentlich rein, muss ich sagen. So, wir legen uns mal hier hin. Gucken da. Nichts los. Okay. Hoch da. Ey, ich treffe wirklich nichts. Ich bin ja so schlecht. Und ich habe auch gemerkt in den letzten Folgen. Also in der letzten Folge, es gab nur eine, die wird gerade hochgeladen, die erscheint heute und die hier vielleicht auch. Dass ich viel defensiver spielen muss, weil die Male, als ich draufgegangen bin, waren einfach nur blöd, ganz ehrlich. So, die haut schon ordentlich mehr rein, hat schon mehr Wumme, aber ändert nichts daran, dass ich ihn nicht treffen kann. Lol, wo ist der? Da. Okay, wir müssen uns zurückziehen. Aber es regeneriert sich verdammt schnell, unsere Lebensanzeige. Müsst ihr mal hingucken, wenn ich gedamaged bin. Im roten Bereich. So, weg mit dir. Oida. Diese Markierung finde ich auch vielleicht ein bisschen besser als in Battlefield 3. Oha. Jetzt ist 21, jetzt guckt sie runter. 6%. Und gleich kommt 100. Moment. Tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, jetzt aber. Doch, immer noch nicht. Jetzt aber. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Jungs, was macht denn da hinten? Irish. Kommt ihr? Alter. Könnt ihr vielleicht auch mal hier reden, damit die auch was hören? Nein? Wäre nur so ein Tipp oder so. Nein? Okay. Hey Don, tut mir leid, dass ich hier Mist gebaut habe. Vergiss es. Wir sind alle am Leben. Das erlangt sie. Sicher. Die Ecken, Jungs. Das ist der beste Weg nach oben. Der schnellste. Keine Zeit für Erkundungstouren. Warte, bis du die Aussicht gesehen hast. Jetzt will ich aber auch was sehen. Klappe zu, Augen auf. Ja. Ich habe einen Trailer von Battlefield 4 gesehen. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, jetzt kommt der Real Shit. Jetzt kommt der Real Shit. Lol. Wenn ich zerballern... Oh, jeder. Nee, der nimmt keinen Schaden. Nicht so geil. Alter. LOL. Scheiße. Kacke. Verdammt. Nicht so cool. So, ich halte mich jetzt mal mehr ein bisschen an meine Teamkollegen und guck, ob die es besser machen. Aber das mache ich wahrscheinlich eh nicht.
Oha. Los, jetzt nicht, oder? Ey, was ist das? Ich lieg genau mit in denen und trotzdem sterbe ich. Ich lauf einfach ganz hoch, mir ist jetzt scheißegal, ganz ehrlich. Und dann kommt, du bist zu weit von der Truppe weg. Okay, dann laufe ich zurück, aber ansonsten bleibe ich da oben. Rush! Ja, sieht doch ganz gut aus im Moment. Alter. Ja, klappt auf jeden Fall. Der wartet schon, ey. Der miese Wichser. Lol, da hockt ja keiner drin in dem Heli. Doch, eigentlich schon. Lol, wo sind die denn da? Er hat nur so ausgesehen, als ob die irgendwie... Als ob die Pfützen irgendwie Löcher wären. Los, rein da, los. Nein! Nein, 2 Meter vom Heli, das gibt's doch nicht. Nein, scheiß die Rotorblätter. Fuck. Ja, geil, Alter. Oha. Nein. Fuck. Unsere wahrscheinlich einzige Rettung. Oh nee. Wir müssen los. Ist der tot? Nein, Mann, nur ohnmächtig. Du bist doch Sunny, gerade du bist es, das doch jetzt. Das war nur 3 Stunden kurz. Fuck. Verdammt knapp. Entdeckung! Runter! Was haben wir haben? Der Heli kommt nochmal zurück! Weg hier! Hey, die Aserbaidschaner sind okay, oder? Los, rein! Das wird schon wieder dann. Alles wird wieder gut. Fahren wir? Du schaffst das. Er wird noch wieder, oder? Erst gewusst, natürlich wird er wieder. Los geht's, Wecker. Geh am Steuer. Wo müssen wir hin? Fortress, hier ist Tombstone. Evakuierung gescheitert. Vor. Wir müssen hier anders raus. Hört ihr mich? Tombstone, Fortress hat euch auf dem Schirm. Sekundärabholung und ah. Folgt der Straße 3 Kilometer nach Westen. Verstanden, Fortress. Sind unterwegs. Wo ist der Heli? Scheiße, mein Bein. Meine Frau bringt mich um. Dann atme langsam. Du schaffst das. Wir bringen dich nach Hause. Du packst das. Wenn unsere Intel über Admiral Cheng und die Russen korrekt ist, keiner von uns nach Hause. Hört hier noch jemand die ersten Töne der Hymne? Halt durch. Fahr schneller, Rack. Dann macht's nicht mehr lange. Pack, was ist los? Fuck.
Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp. Nein, ey. Piss dich doch. Geil, da ist ein Tunnel. Wo ist der verdammt? Wo ist er hin? Siehst du ihn? Ich hab keine Ahnung. Oh, fuck. Aha. Da ist noch einer? Er richtet sich aus. Ah, Scheiße! Nein! Lass die Schweine brennen! Geil. Wie? Ich hab nicht getroffen. Doch, hab ich. Wir haben es geschafft, aber der Typ, der eingeklemmt war, nicht. Wer war das? Ich weiß es leider nicht mehr. Pack? Nee. Es war Irish Pack und noch irgendwer. Kriegsrecht für eine Milliarde Menschen. Sie sind wegen Jin Jays Ermordung angepisst. Wer war das, Sir? Er kandidierte für die Präsidentschaft, ist progressiv, drängte die Regierung zur Transparenz, Fairness und Redefreiheit. Admiral Chang hat einige davon überzeugt, dass wir Mr. Jay getötet hätten. Wenn die Operation auffliegt, hat Chang die Ausrede, die er braucht, um diese Wut, diesen Hass gegen uns zu richten. Dann gibt's Krieg. Ihr müsst die VIPs unversehrt aus den CU Towers holen. Die Operation wird von Geheimagent Laszlo W. Kovic koordiniert. Und damit wir uns verstanden haben, geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt Sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Halt nicht auf. Kein Platz für Fehler. Das dumpfe Gefühl, es werden ziemlich viele Fehler von meiner Seite kommen. Hoffentlich hält der Wagen durch. Entspann dich, Kleiner. Uns wird nichts passieren. Hast du Dunns Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Pack. Ich meine, was soll ich ihr denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Wo war Irish? Komm uns, sind die Fehler. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für den Arsch, Mann. Die Cops haben Schiss. Und wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit links. Was, Wrecker? Ich könnte eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Verstanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Behalte dich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rack? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es lang geht, kommen wir nirgendwo fahren. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Kommt doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimische. Oh Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Wir müssen nach links, das Gebäude ist links. Ja, was ist denn da los auf den Straßen? Wir müssen raus aus der Karre und dann zu Fuß weitergehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh Mann, der Wagen.
erreiche das Hotel. Weg. Lass mich mal. Was macht denn? Gut. Sehr gut. Leute, ich kenne den Tower noch, ey. Der Heli bedeutet nichts Gutes. Welcher Heli? Ach, der Heli. Scheiße! Was zum Teufel? Die chinesischen Skycops waren nicht mehr reden. Wir müssen darüber. Worüber? Wie kommen wir darüber? Lol. Okay. Sehr gut. Ja, Leute, was uns da drin erwartet, sehen wir leider in der nächsten Folge. Aber wir können schon mal sehen hier, ich weiß nicht, warum hier Daten nicht verfügbar steht, weiß ich nicht. Wir haben noch keine Kills gemacht, okay, wir haben noch keine Waffen. Wir brauchen 3000 Punkte, dann kriegen wir die fucking Farmer, sehr gut. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Haut da rein, ciao.